Kamera läuft? Ja. Das ist eine Leuchtdiode, kurz LED. Wenn ich sie richtig an die Flachbatterie anschließe, dann leuchtet sie. Ich darf sie aber nicht einfach so dran halten, sonst geht sie kaputt. Ich zerlege die Schaltung, um zu zeigen, wie sie richtig zusammengebaut wird. So, das ist die LED. Der Plusanschluss ist etwas länger als der Minusanschluss. Wie gesagt, ich darf die Leuchtdiode nicht einfach an die Batterie halten. Ganz wichtig ist der Widerstand. Er bremst den Strom auf die richtige Stärke. Dann brauche ich noch ein Kabel und eine Lüsterklemme. Und natürlich die Batterie, eine Flachbatterie mit 4,5 Volt Spannung. Die LED stecke ich nun in die Lüsterklemme. Schraube sie fest. Den Widerstand baue ich so ein, dass er Verbindung zum LED-Plus-Anschluss hat. Zum Ausgleich der Länge baue ich auch das Kabel ein. Es ist blau. Blau wird oft für den Minusanschluss genommen. Bei der Flachbatterie ist der Minuspol lang und der Pluspol kurz. Warum, das weiß ich auch nicht. Den Widerstand hatte ich an den Plusanschluss der LED geschraubt. Darum muss ich die Schaltung jetzt so an die Batterie halten. Andersrum geht es nicht. Und jetzt viel Erfolg mit dem Arbeitsblatt. Genaue Hinweisungen zu den Messungen, die gemacht werden sollen, gibt die App, die hier über den QR-Code heruntergeladen werden kann. Und wer die Messung mit einem Video erklärt haben möchte, kann diesem Link folgen.